Hallihallo, Halli, Trude in der Haus gecheckt. Oh Gott, Leute, ich habe eigentlich geplant, irgendwas Tolles zu zeigen, ein Event vorzustellen. Leider Gottes, meine Verplantheit, habe ich den Tag vertauscht und da war nur die Ausstellung dran. Naja, nichtsdestotrotz wollte ich heute dann auch was Neues machen, aber irgendwie ist der Chaos irgendwie in meine Wohnung gelandet. Warum ich das sage? Setze jetzt im Anschluss Chaos-Truppe angesagt. Auch hier Chaos. Auch hier Chaos. Überall ist nur Chaos. Und hier war so Küche. Ist auch nicht besser. Ach Gott. Na, jetzt kommt das Schlimmste. Buja. Was will man sagen? Wenn man Kinder hat, ist es überall chaotisch. Ich wollte eigentlich was anderes drehen, aber Leute. Chaos, 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 Chaos. Chaos! Habt ihr die Videos gesehen? Überall ist Chaos in meiner Wohnung. Ich krieg das nicht weg. Ich räum auf, dann kriegt die Kleine das irgendwie hin, das Ganze wieder in den Chaos zu treiben. Wie geht das in ein paar Tagen? Wie? Ich könnte eigentlich jeden Tag eine Putzkolonne einstellen und trotzdem wird es nicht bringen. Ich könnte mir 10 Arme wachsen lassen und das trotzdem wird es nicht bringen, weil dieses Kind das immer wieder hinkriegt, dass ich Chaos habe ohne Ende. Ha. Ha. Naja, was soll man machen, ne? Ich muss jetzt aufräumen. Ihr seid jetzt dabei. Ich werde euch nebenbei einfach jetzt mitnehmen. Ich werde euch beim Tellerwaschen mitnehmen. Ich werde euch beim Zimmer aufräumen mitnehmen. Ihr seht es einfach zu. Oh Leute, tut mir leid, aber ihr macht jetzt mit. Ja, wir gehen jetzt. So, wir sind jetzt mal in der Küche. Wie räume ich den ganzen Korb auf? Ich fange erstmal an auszusortieren. Das heißt, das, was nicht gebraucht wird. Wie, die hat noch Ketchupflecken da drin. Ah, die hat noch Essensreste und Ketchupflecken da drauf. Okay. Ah. Na gut, stark bleiben. Weitermachen. Was macht eine Schere in der Waschbecken? Was macht eine Schere in einem Waschbecken? Leute, dieses... So, Baustelle 1 ist erledigt. Jetzt geht's zu Baustelle 2. Weg, weg, und weg, und weg, und weg. Was machst du? Aufräumen! Was soll ich sagen? Ich bin fertig. Fix und fertig. Ich wollte irgendwas Geiles machen, Leute, aber hat nicht viel gebracht. Weil ich erstes Mal das eine verplant habe. Und jetzt ist es einfach so, dass ich einfach erstmal aufräumen müsste. Ich habe schon aufgeräumt, aber jetzt ist immer noch Chaos. Aber ich habe jetzt das Größte überstanden. Die Teller sind sauber, wie ihr seht. Der Bereich hier ist sauber, wie ihr seht. Sie sitzen drauf ohne irgendeinen Scheiß. Ich trinke jetzt mal eine Tasse Tee. Diesmal habe ich sanfte Kamille genommen von der Teekanne. Ich hoffe mal, dass es mich halt sanft beruhigt und wieder runterbringt. Ne? Ich habe meinen schlicht Swagging Anzug an. Weil heute ist ein Chilling Day, heute ist Sonntag, Jumpsuit angesagt, ne? Mal wieder. Und ich lasse einfach alles locker und flocker.
nach dem Chaos hier. Und ihr sollt euch zwei bestimmte Sachen merken. Wenn ihr Kinder habt und alleinerziehend seid, Leute, und versucht ordentlich zu sein, Leute, dann kauft eure Kinder nicht so viele Sachen. Oder seid minimalistisch. Oder habt einen Schrank, wo ihr alles verstecken könnt. Weil das mache ich. Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Ich weiß, dass eine Freundin noch vorbeischaut, aber bis ich die ganzen Klamotten jetzt zusammengefaltet habe, ich gebe es ehrlich zu, ich habe gerochen, ob die sauber sind oder ob sie schmutzig sind oder so. Und da habe ich es getrennt und die sauber sind, habe ich einfach im Schrank reingeschmissen und zugemacht. Ja, das sind ja keine, kann ich zusperren. Wenn es aufgeht, muss ich halt nur aufpassen, dass es nicht so geht. Aber ich mache das. Ich hole das nach. Keine Sorge, ich hole das nach. Und bis dahin chill ich jetzt erstmal mit der Tasse Tee. Heute ist die Tasse nicht schwarz-weiß, sondern heute ist die Tasse bunt. Weil meine Schwarz-Weiß-Tasse habe ich nicht gefunden. Oder ich hoffe, die ist nicht kaputt, weil das war letztes Mal, hat das geklimpert. Ja, müssen wir nochmal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Anschauen. Schön weiter liken, schön weiter sharen, schön weiter teilen. Also, subscriben, also auf Deutsch gesagt, abonnieren. Die Glocke nicht vergessen. Die Glocke dient dazu, dass ihr immer wieder informiert werdet, wenn ich ein neues Video reinstelle. Liken, posten, teilen, alles Mögliche in alle Social Media Portalen, die ich habe, auch mal gucken, denn da sind immer wieder lustige Bilder. Ja, auch lustige Bilder, schöne interessante Videos, schöne interessante Fotos, einfach mehr von mir. Und diese Social Media Portalen seht ihr jetzt hier unten, schön versehen. Und natürlich vergisst es nicht, die älteren Videos anzuschauen. In dem Sinne sage ich, peace out, schönen Sonntag und bis nächste Woche, denn es ist wieder spannend. Eure Trudy sagt ciao. Der Kanal ist klasse.